Salve a tutti. Es ist Mittwoch, es ist der 21. August und wir haben 15 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Und in diesem Clip geht es um den Dow Jones. Vor euch liegt der Chart seit 2015. Musste ich mal wieder rausholen, eine Kerze, einen Tag. Man sieht also ganz klar, wir haben hier den Aufwärtstrend, dann haben wir eine kurze Korrektur gehabt auf die 22.000, das war im Dezember. Und wir sind eigentlich weiter hoch. Das heißt, der lange Trend ist nach wie vor in Ordnung. Jetzt gehe ich mal hier auf den kürzeren. Das ist der seit Dezember, seit dieser Korrektur bis etwas unter 22.000. Ja. Wir sind hoch, Korrektur, wir sind hoch, Korrektur. Solange dieser Bereich um die 24.600 nicht mit Schlusskurs unterboten wird, gilt das Ding als ein mittelfristiger Aufwärtstrend. Punkt, Schluss. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Das heißt, noch ist das in Ordnung. Ich habe es mir erlaubt, die Fibos auf die letzte Bewegung anzulegen. Und im ersten Atemzug, sprich von hier bis hier runter, müsste ich ja die Fibos dann hier hochziehen, haben wir ziemlich genau das 50er Retracement gesehen. Das hat der DAX ja nicht gemacht. In dem Moment hatte er noch nicht mal das 38er gesehen. Dann sind wir neu runter, haben erneut ein Tief gemacht und haben hier ein Umbrella Doji hingezaubert. Das war vor 4 Tagen. Das war im DAX ein Hammer. Das waren die 11.266. Und jetzt sind wir von hier aus, also im Dow, schon wieder über das 38er. Und gestern war der Schlusskurs bei 25.962 und wenn ich dem System hier Glauben schenken darf, sind wir hier rund 190 Punkte drüber bei 26.152. Da sind wir ungefähr hier, da. Die 20-Tage-Linie, da diese Kurse von jetzt heute Vormittag oder Nachmittag noch nicht hier drin sind, die 20-Tage-Linie wird ein bisschen weiter fallen, sodass dieser Bereich hier, ich male den mal rein, dieser Bereich recht wichtig ist. Das ist die Verknüpfung aus Chartpunkten 1, 2, 3, 4, 5 hoch bis zur 26.430 und der 20-Tage-Linie und dem 50er Fibonacci Retracement. Ich nehme das Rechteck mal wieder raus, dass sie das nicht stört. So, wie gesagt, wir liegen jetzt hier um 15 Uhr deutlicher drüber und liegen somit ziemlich in der Mitte der Bollinger Bänder. Von denen her gibt es kein neues, echtes Signal. Beide sind leicht nach unten gerichtet, das obere mehr als das untere. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Der Dow ist neutral, wenn ich auf den Chart gucke. Von der Technik her ist er über den Trendfolger weiterhin leicht positiv. Vor allen Dingen über die moderne Sichtweise schon länger. Über die traditionelle hat er noch nicht mal ein Kaufsignal gegeben. Ja, ich weise immer wieder darauf hin, achten Sie auf dieses Histogramm hier. Das macht viel mehr Spaß als hier diese Linien. Der Oszillator ist auch weiterhin positiv, ist nicht zu sagen. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz einen Blick auf die Woche, dass Sie das auch sehen, wie das da aussieht. Noch nach unten gerichtet, noch nach unten gerichtet, auch hier völlig neutral. Die Bänder geben gar kein Signal, da ist überhaupt nichts. Das ist noch nicht mal sowas wie hier, überhaupt nichts. Das heißt, also auch von der Woche her ist er zwar leicht negativ, aber im neutralen Bereich. Kein frisches Signal irgendwie. So, vom Tag her. Würde mir einfallen, wenn wir diesen Bereich hier, ich mache das Fadenkreuz rein, wenn wir diesen Bereich hier, da waren die Hochpunkte 26.430, wenn wir das mit Schlusskurs überbieten, bitte mal so 30, 40 Punkte Abstand, hat der Freund locker Platz bis zu dem letzten Bruch und das war hier. Das sind 27.045, das kann er machen. Hat er hier Platz, hat er da Potenzial, das passt alles. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Stellen Sie sich mal vor, Kopenhagen bzw. Dänemark schenkt ihm Grönland. Ja, dann haben sie den gleich hier oben. Aber es ist natürlich nur ein Spaß. Aber ich muss ehrlich sagen, die Geschichte, die finde ich so zum Lachen. Manchmal frage ich mich echt, was der Typ braucht. Wie dem auch sei, er hat die Chance, hier drüber zu gehen und ein bisschen zu akzelerieren, wenn er die 20-Tage-Linie und die 26.430 mit Schlusskurs rausnimmt. Dann hat er locker die Chance, hier hochzugehen. Das Risiko halte ich für begrenzt momentan. Einmal hier auf die 200-Tage-Linie, 25.570 und einmal auf das Low, was wir vor 4 Tagen hatten, bei der 25.332. Für die Scheine habe ich ausgesucht, einen, der unterhalb der 200-Tage-Linie liegt, und zwar hier.
Das ist die 25.481. Das ist ein Open-End-Schein, erhöht also jeden Tag seine Punktzahl hier hinten. Momentan ein Hebel von fast 41, also keine kleine Option, aber warum soll ich eine hier unten nehmen? Wie gesagt, die liegt unter der 200-Tage-Linie, hat schon genügend Puffer. Und das ist von Goldman Sachs die GB0R2S. Das ist für den Fall, wenn wir hier drüber gehen, über die 26.430 unterschließen. Ja, dann kann man vielleicht noch ein bisschen höher gehen, aber muss ja nicht sein. Ich muss ja nicht gleich da einen 60er, 70er Hebel haben. Das passt schon. Ja. Bei den Puts einen Stopp zu suchen, ist eigentlich relativ einfach. Es ist die 28.430. Aber wenn ich da jetzt so einen Schein empfehle, dann kriege ich hier gleich Probleme. Aber tatsächlich, ich habe geschaut und geschaut, ich sehe keinen Grund, warum ich einen hier oben nehmen sollte. Ich habe mich für diesen Schein hier entschieden. Das ist die 26.460. Das ist ebenfalls von Goldman Sachs. Das ist die GB0E25. Der kommt aber nur dann und nur dann ins Spiel, wenn wir hier unter die 200-Tage-Linie gehen, idealerweise noch unter das Low, was wir vor 4 Tagen hatten. Vorher nicht, das ist kein Kauf für hier und jetzt. Dazu sind mir die Indikatoren kurzfristig immer noch zu positiv. Die Basis des Scheines liegt ganz kurz hinter dieser Sollbruchstelle bei 26.430. Ne? Also wir sind mit 26.460, das ist eine ganz knappe Kiste. Muss man schauen. Deswegen, es ist kein Kauf für hier und jetzt. Da möchte ich gerne einen weicheren Markt haben. Habe ich hier momentan aber noch nicht. Ja, das war's. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.